Graffiti vandals can be hard to catch. It's a huge problem. Grenzen überschreiten, Limits austesten, die Welt zu einem bunteren Ort machen. Ich habe noch nie illegal gesprayt, aber ich habe überlegt, damit anzufangen. Wenn man so groß, so laut im öffentlichen Raum schreit und arbeitet, dann sollte man auch was sagen. Das, was ich ja heutzutage im öffentlichen Raum mache, das wäre ohne Genehmigung sehr schwierig. Yes, we'll bring many new sounds to your community. You naturally expect those. Ich bin aus dem Alter draußen, wo ich noch sehr viel heimlich nachts mache. Ich habe tatsächlich Brücken angemalt in den 90er Jahren. Aber wenn ich jetzt eine Hauswand anmale, ist es meistens so, dass ich gefragt werde. He's just a Meine ersten Ausstellungen waren in Bars, wo Leute sowieso schon waren. Oder dann später auch sehr viel in Clubs. Ich wollte da sein mit meiner Kunst, wo viele Leute sind und in dem ganzen Trubel wie kleine Statements meine Arbeit noch dazwischen platzieren. Also ich hatte einfach das Gefühl, meine Kunst soll raus aus den klassischen Kunstorten an Orte, wo Leute sowieso schon sind. Bin 2005 nach New York gezogen und habe dort Freunde gehabt, die auch eine Galerie hatten, die meinten, dass sich mein Stil geradezu zwingend dafür anbieten würde, sie auf Hauswände zu bringen. Habe dort meine ersten großen Wände gemalt und bin dann sozusagen über den Umweg New York zur Street Art gekommen. Und seitdem ja, male ich, würde ich sagen, mindestens 4-5 Wände pro Jahr. Oh yeah. Ich versuche dann, ein gesellschaftliches Thema zu malen. Also letztendlich ein Bild, in dem die Leute, die dort wohnen, irgendwas drin lesen können. Eigentlich erfüllt Street Art sehr vieles von dem, was ich eigentlich von Kunst mir selber vorstelle. Sie ist eben demokratisch. Man kann sie eigentlich gar nicht kaufen. Wenn sie auf eine Hauswand gemalt ist, dann kann sie keinem gehören. Ist für die Menschen auf der Straße. Ich möchte mich an allen möglichen aktuellen Diskursen, Unterhaltungen, Auseinandersetzungen beteiligen mit meinen Bildern. Für mich war und ist Kunst immer Kommunikation. Ich habe bis jetzt jede Anfrage, eine Werbung als Hauswand zu machen, abgelehnt. Ich hatte jetzt gerade neulich eine von Spotify. Weiß ich nicht. Das widerspricht meiner Idee, warum man Hauswand anmalt und was da drauf sein sollte. Yes, ich bin ja jemand, der der Meinung ist, dass alles, was man macht, auf die eine oder andere Weise politisch ist. Insofern ist auch meine Kunst politisch. Also manchmal ist sie ganz konkret politisch, manchmal bin ich im altmodischen Sinn sozialkritisch oder greife Themen auf, wie eben ja jetzt in Berlin Gentrification, wie sich die Stadt verändert durch das Geld. Grundsätzlich gibt es bei mir den Wunsch, den Impuls, dass jedes Bild gleichermaßen ja, eine gewisse Heiterkeit, Fröhlichkeit in den Farben, in den Linien transportieren sollte, aber trotzdem immer, man sollte immer auch spüren können, dass es auch eine dunkle Seite gibt, eine nachdenkliche, eine kritische Seite. Das zieht sich eigentlich durch alle meine Arbeiten, egal ob die DIN A4 groß sind oder Hauswand groß. Natürlich bewege ich mich gerade im Kunstmarkt in Haifischbecken des Kapitalismus und muss für mich irgendwie Formeln finden, da zu überleben und mitzuspielen. Natürlich habe ich ab und zu Ausstellungen und Galerien, in denen auch Bilder verkauft werden, aber an sich interessiert mich das. Auch die Idee der Wertsteigerung der Kunst ist für mich so unglaublich uninteressant und langweilig. Ich habe keinen Impuls, mir ein Auto zu kaufen oder ein Boot oder ein Haus. Es interessiert mich viel mehr, letztendlich meine Kunst unter die Leute zu bringen. Oft fragen mich Leute, wie lange brauchst du für ein Bild? Kann man überhaupt nicht beantworten, weil der reine malerische Vorgang, das ist letztendlich nur Handwerk. Und die Überlegungen, die Poesie, das Wissen, die Philosophie,
die hinter all den Motiven steckt. Das dauert ein ganzes Leben lang. Well, I think the album is finished. Als ich angefangen habe zu malen, habe ich mich als Graffiti-Maler verstanden. Bis ich dann irgendwann realisiert habe, okay, Graffiti ist was anderes. Nur weil ich mit Sprühdosen arbeite, bin ich noch nicht Graffiti. Graffiti ist Schrift, Graffiti ist eigentlich illegal. Also da gibt es schon ein paar Regeln und ein paar Punkte, die ich einfach irgendwie nicht bringe, um mich Graffiti-Maler nennen zu dürfen. Und von daher war Street Art oder Urban Art so ein Obdachangebot für mich. Akut heiße ich seit 94 und habe in verschiedenen Konstellationen gearbeitet. Damals erfolgreichste Konstellation war halt die McLean Poo, in der ich ganz erfolgreich Fotorealismus gepaart mit Graffiti-Style und Grafikelementen salonfähig gemacht habe. Im Anschluss habe ich mich mit Hera, einer anderen Künstlerin, zusammen gemerged zu Herakut und waren in der Konstellation auch weltweit über einen langen Zeitraum erfolgreich, gemeinschaftlich tätig. Mir und auch Hera war es wichtig, dass man wieder rausfindet, wer man selber ist. Und da bin ich jetzt seit 3 Jahren dran, wieder zu gucken, was bin ich eigentlich nach so vielen Jahren Teamarbeit. Ich glaube, das größte Bild, was ich, seit ich jetzt wieder alleine tätig bin, es ist quasi eine Hommage. Es ist den jungen Frauen gewidmet, in einem System, was alt ist und langsam ein bisschen hinkt. Da wollte ich einfach den Fokus auf die Zielgruppe setzen, die gehört werden sollte, die irgendwie noch nicht versteinert genug ist, verknöchert genug ist und noch was sagen kann und noch raufgehen will. Also tatsächlich ist Fridays for Future eine große Inspiration für dieses Bild gewesen. Ja, David gegen Goliath. Es ist in den ersten Wochen des Ukraine-Kriegs auch entstanden. Also auch da spielt dieses David gegen Goliath-Thema rein. Aber primär ist schon die Genderfrage auch eine wichtige in dem Ganzen. Wie man vielleicht, ihr habt die Mittelsäule sicherlich auch wahrgenommen. Und das sind alles Vornamen, die ich auch teilweise über Social Medias eingesammelt habe, von Frauen, die gegen Goliath gekämpft haben. Heldinnen, genau. Es gibt, glaube ich, nichts Besseres als dieses frische Augen, die Erwartungslosigkeit, die man irgendwie dort quasi dem man begegnet, wenn man irgendwie draußen einfach um die Straßenecke malt. Dass man die Gasse gehende Frau erwischt oder den Postboten oder wer auch immer da seine Wege erledigt. Das ist eine gute Zielgruppe und auch das muss im Kopf behalten werden, wenn man draußen malt. Es ist so ein schmaler Grat. Nicht zu platt werden, aber trotzdem es nicht zu sehr verschlüsseln. Ich hatte das Glück, 2020 in Mannheim an einem Kunstfestival Stadtwand Kunst teilnehmen zu dürfen. Und die Organisatoren wollten mich schon seit einer Weile mit einem Fotografen zusammenbringen. Das ist der Luigi Toscano, der ja, Holocaust-Überlebende fotografiert. Und er hat unglaublich viele Porträts von Überlebenden oder beziehungsweise der Folgegeneration gemacht. Ich habe quasi versucht, einen Weg zu finden, das malerisch zu interpretieren. Ich habe einen sehr, sehr farbenfrohen Ansatz gewählt dafür. Einfach weil allein schon der Titel Gegen das Vergessen für mich das Verblassen im Titel schon trägt. Tatsächlich wurde das auch teilweise kritisch aufgenommen, dass man halt so farbenfroh damit umgeht. Aber genau gegen dieses Verblassen wollte ich halt vorgehen. Wenn man so groß, so laut im öffentlichen Raum schreit und arbeitet, dann sollte man auch was sagen.
beat to the song. Draußen ist meine Leinwand, die Stadt ist meine Leinwand, die Welt ist meine Leinwand. Ich habe noch nie illegal gesprayt, aber ich habe überlegt, damit anzufangen. Es ist nie zu spät. Ich gehe den Weg einfach andersrum. Mein Weg ist so ganz viele Umwege. Ich habe erst Lehramt studiert und dann kam ich zur Malerei. Dann bin ich nach Düsseldorf an die Akademie und da bin ich abgegangen wieder, habe abgebrochen, weil es mir nicht gefallen hat, ab nach Berlin, ich mache mein eigenes Ding und habe dann aber erstmal auch dort fertig studiert und Freunde gefunden, die aus der Szene kommen und die gesagt haben, ey Julia, komm mit, lass uns zusammen malen, du musst mitmachen. Und ich wurde da so warm von der Szene aufgenommen, von der Urban Art Szene. Also draußen malen, zusammen malen, kollaborieren, bunt sein, illustrativ sein, alles dürfen eigentlich. Ich finde, Kunst muss frei sein. Das hat mir in der Szene so gut gefallen. Und gleichzeitig liebe ich es, mich selber herauszufordern und Sachen zu machen, die größer sind als ich selber. Und das sind auch große Fassaden. Die sind viel größer als ich. Und es ist auch ein physischer Akt, der nicht zu unterschätzen ist. Und boah, wenn man das dann geschafft hat, das Gefühl ist so toll, das macht auch richtig süchtig. Also ich bin eine Art Hybrid. Ich bediene für so die Leinwandarbeit, das ist mein Herz, das werde ich immer machen. Und das Draußenarbeiten, das ist eine große Herausforderung, ein großes Glück, das machen zu dürfen. Auch schade, wenn ich auf eines der beiden verzichten müsste. Das sind malerische Elemente, das sind grafische Elemente, das sind Linien, das sind Flächen. Das sind meine Figuren. Die tanzen miteinander. Diese Spur hinterlassen, das bedeutet das ja. Paste-ups, eine Wand malen, Farbe, seinen Namen. Und ich hinterlasse eine farbenfrohe Spur. Und wenn sie einfach nur Leute glücklich macht, weil sie schöne Farben sehen, dann reicht mir das. Bezüglich der Farbpalette, das ist ja mein Spezialgebiet. Je mehr, desto besser. Wenn ich im Ausland bin, sind es Farben, die ich dort sehe. Also eine Freundin hat mir was Schönes gesagt. Julia, ich bin gespannt, welche Farbe du von dieser nächsten Reise mit nach Hause nehmen wirst. Und so ist es auch. Ich bringe von überall her eine Farbe mit. Jeder Ort hat so seinen eigenen Charme, seinen eigenen Charakter, den ich dann quasi in eine Farbe übersetze. Das war kurz auch nach meiner Projektreise in den Sudan über das Goethe-Institut. Diese Reisen haben mich so beeinflusst und waren so toll für mich, dass ich entschieden habe, in einem sozial schwachen Stadtteil Düsseldorfs einer Frau in einer Hijab, in einer verschleierten Frau, eine Riesenfläche zu geben und zu sagen, hey, so, sie ist sichtbar, sie ist wunderschön und die gehört hierhin, so wie wir alle hierher gehören. Das hat unglaubliche Wellen geschlagen, also vor allem auch im Sudan. Ich habe so viele Nachrichten bekommen, Leute haben sich bedankt, gefreut, wie schön, dass ihre Kultur sichtbar gemacht wird und sogar der Kulturminister hat sich bei mir gemeldet und ja, es war eine große Erfahrung. Meine Wand, die ich in Düsseldorf damals gemalt habe, die gibt es mittlerweile auch gar nicht mehr. Die musste irgendwann neu verputzt werden. Ist Platz für Neues vielleicht. Das, was ich ja heutzutage im öffentlichen Raum mache, das wäre ohne Genehmigung halt sehr schwierig.
Die Rampe zu meinem jetzigen künstlerischen Schaffen war damals Ende der 80er, 90er, Nullerjahre auf jeden Fall das Malen ohne Erlaubnis. Ne? Es gab damals ja noch nicht so viele Freiflächen. Das heißt, du hattest, wenn du diesen Gestaltungsdrang hattest als Jugendlicher, gar keine andere Möglichkeit, als dich auch in der Illegalität quasi auszutoben. Ich habe irgendwann für mich festgestellt, mich reizt dieses großformatige Arbeiten. Da muss man eben auch den Weg gehen, sich die Strukturen zu suchen, dass man das halt tagsüber mit Erlaubnis umsetzen kann. Ich würde nach wie vor sagen, dass mein Ansatz, auch wie ich an ein Bild rangehe, das ist ein Graffiti-Ansatz, das hat noch ganz viel von dieser Subkultur und diesem Do-it-yourself-Charakter. Für mich ist das der gleiche Ursprung, ne? Das ist Malerei im öffentlichen Raum. Dieses größer, höher, weiter ist eigentlich gar nicht so mein Fokus gewesen, was ich immer spannend finde, der Erste gewesen zu sein. Ich war beispielsweise in Indien der Erste, der eine wirklich hohe Wand gemalt hat. Und das zu dem Anfang, der hatte diesen berühmten Zauber und wie der erste Kuss, das ist immer speziell. Wenn es eine Fläche gibt, versuche den Bezug zur Örtlichkeit zu schaffen, indem ich jemanden porträtiere, der aus dieser Gegend stammt. Und ich glaube, das ist ein Stück weit auch der magische oder wirklich spannendste Teil der Arbeit. Denn es ist ja nicht so, dass ich jemanden finde, es ist ja so ein gegenseitiges Sich-Finden. Oder vielleicht findet noch viel mehr die Person mich. Eigentlich gibt es bei jedem Wandbild auch so eine übergeordnete Geschichte, die irgendwie dazugehört. Ist schon bewusst der Verzicht auf Farben, um eben zum einen den Gegensatz zur Werbung und natürlich auch zu allem Bunten und so ein bisschen Lauten zu schaffen. Ich denke, es ist auf eine Art und Weise, auch wenn es sehr groß ist, durch den Verzicht auf die Farbigkeit diskret und vielleicht intimer. Jetzt bei dem Projekt für die Völklinger Hütte war es so, dass die Grundidee war, wir porträtieren jemanden, der früher auf der Hütte gearbeitet hat, um diese Symbiose von Hütte und Stadt Völkling darzustellen. Stellvertretend für die vielen Arbeiter und Arbeiterinnen haben wir dann den Herr Kaya Uhan gefunden. Toller Mensch, super liebenswürdig, der eben dieses Protagonistsein auch als Person und Persönlichkeit super gut tragen kann. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich mein Bild hier sehe. Vor allem auf dieser Wand. Es ist ganz in der Nähe, wo ich gearbeitet habe. Hier ist immer alles reibungslos gelaufen. Mein Hochofen hat immer funktioniert. Ich kann meinen Stolz nicht in Worte fassen. So glücklich bin ich, wieder hier zu sein. Herr Uhan hat auch direkt gesagt, das ist zwar er, aber das ist quasi nur ein Symbol für alle anderen Arbeiter und Arbeiterinnen und eben das Gemeinschaftsgefühl und die letztendlich auch super harte Arbeit, die damals hier geleistet haben. Auf einer inhaltlichen Ebene finde ich halt ein älteres Gesicht spannender, weil es mehr zu erzählen hat und man eben auch, was ja gerade im öffentlichen Raum interessant ist, eine Abgrenzung zur Werbung hat, wo ja immer das geschönte, gefotoshoppte Gesicht zu sehen ist. Und mein Ansatz wäre ja, ich zeige so ein bisschen die Realität und was quasi dazu geführt hat, dass das Gesicht diese Geschichte erzählen kann. In der Regel sind die Reaktionen positiv, wobei ich auch eine negative Reaktion wirklich auch wertschätzen würde. Das Schlimmste, was dir in jeglichem kreativen Bereich eigentlich passieren kann, ist, dass jemand sagt, mir ist es egal. To fight for the